Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Transient World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute kümmern wir uns um das dritte Szenario von der neuen Transient World 2 Schrecke, der LGW Mediterranee. Ein Problem. 3 von 5 Schwierigkeit. Übernehmen Sie die Steuerung eines Hochgeschwindigkeitszuges nach Marseille und erreichen Sie Ihr Ziel ohne Probleme. 40 Minuten soll das Ganze dauern. Wir schreiben vom Szenario das Datum 10.09.2020, 12 Uhr. Wir befinden uns zu dem Zeitpunkt in Avignon. 7000 Punkte für die Goldmedaille. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in-game. So, wir haben schönes Wetter. Willkommen in Avignon. Heute, während Sie diesen Zug nach Marseille mit Halt in Aix-en-Provence fahren, öffnen Sie die Türen, damit die Fahrgäste einsteigen können. Machen wir das doch gleich. Die Wettervorhersage ist heute nicht so gut. Hoffentlich haben wir eine gute Fahrt. Oh. Geil, wechselndes Wetter. Das ist ja passend. Ich meine, wir haben jetzt aktuell... Oh Gott, wenn das nicht so rumlecken würde, gerade die Festplatte. Wir haben eigentlich strahlenden Sonnenschein mit ein paar Wölkchen. Ich meine, nicht mal Quellwölkchen, so einen leichten... Ganz, ganz leichten Film an Wolken haben wir. Aber das war's. Also es ist halt abzufahren, schließen Sie die Türen. Das machen wir doch mal gleich. Also es ist ja gut, wir haben natürlich auch Berglandschaften, da kann das Wetter prinzipiell umschwingen. Aber ein Wetterumschwung in Dingens. Gehen wir auf Geschwindigkeitsvorgabe. Lösen wir die Bremsen. Ein Wetterumschwung in Trainsim World 2. Das ist nice. Allein die Vorstellung gefällt mir schon. Gut, das heißt, eine Stücke Bimmel hätte ich eigentlich nicht machen müssen. Und wir halten auch in Aix-en-Provence. Hier mal relativ langsam und gemächlich raus. Ach. Vielleicht soll ich nochmal die Warnsignale aktivieren. Das ist wieder auf. Hä? Warum gerade auf 0? Verstehe ich jetzt nicht. Das war merkwürdig. Sicher, dass wir Probleme mit dem Wetter haben und nicht mit der Technik? Ich bin mir dann noch nicht so ganz sicher. Aber gut. Beschleunigen wir mal. Beschleunigen wir mal weiter. Wir haben noch ganze 66 Kilometer bis Aix-en-Provence. Auf 300, 230, okay. Gut zu wissen. Und auf 200. Offenbar haben wir auch ein bisschen mehr Verkehr hier, scheinbar. Jetzt wieder hoch. Ich bin verwirrt. Bergauf und bergab hier gerade. Ist die Strecke nicht ganz frei? Scheint mir so, ne? Also
Scheint ja gerade irgendwie Probleme zu geben auf der Strecke. Boah, es gibt wirklich zwischen Aix-en-Provence und vor Aix-en-Provence und. Oh. Das ist ja 300, also. Ich habe das Gefühl, dass das Wetter uns bereits schon Probleme bereitet. Dass wir wahrscheinlich immer wieder. Wir kommen mal gar nicht richtig auf Tempo. Ich bin auf 230 prinzipiell. Das ist jetzt gerade echt sehr faszinierend. Punkte haben wir, also bringt halt immer noch das 270. Jetzt haben wir die 300. So ein richtiges Auf und Ab. Ich kann mal vielleicht meinen Becher abschütteln. Ich glaube, ich komme heute nicht zum Trinken bei der Folge, aber bei dem Video. Dieses Szenario hat nicht nur ein Problem, sondern mehrere Probleme. 270, die wieder blinkt, also unter auf 230. Wieder auch auf 230. Es ist ein echtes Auf und Ab. Also wir kommen. Wir haben auch keinen Zeitplan. Das ergibt auch irgendwie Sinn. Weil den Zeitplan einzuhalten, ist ja fast unmöglich. Ah ne, die 300 blinkt. Bei 320 blinken, jetzt dürfen wir noch 270 blinkt, dann dürfen wir noch runter auf 230. Wenn ich die 230 blinkt, runter auf 200 und wenn die 200 blinkt, runter auf 170. Ich würde ja fast behaupten, dass es vor uns auf der Strecke Probleme gibt, weswegen vorausfahrende Züge auch nicht ganz das Tempo fahren, was sie fahren könnten. Und wir halt schon nicht einen Auf und Ab haben. Vor allem, wenn wir nicht wirklich die ganze Zeit die maximale Geschwindigkeit fahren können, ergibt es auch Sinn, warum das Szenario ganze 40 Minuten dauern soll. Auf 230, auf 200. Das ist ein richtiges Auf und Ab hier. Und das nicht mal aufgrund der Topografie. Da sind wir 300. Auch leicht an zu, es fängt an zu regnen, wie nice, okay. Da haben wir den Wetterumschwung. Sieht so aus, als würde das Wetter schlechter werden. Wir haben auch noch einen Bericht erhalten, dass der Zug vor uns Probleme hat und langsamer fährt. Halten Sie ein wachsames Auge auf die Signale. Es könnte nämlich sein, dass sie langsamer werden müssen. Gut, dass ich mich mit den Signalen kein bisschen auskenne, aber zumindest ein wenig jetzt hier von dem Prinzip gelernt habe. Scheinwischer auf 1, Intervall auf 10. Oh, das Wetter ist aber richtig schlecht geworden. Aber ich finde geil, dass das Wetter auch schlechter werden kann. Ich würde das bestätige prinzipiell dann auch für mich zumindest. Oh. Dass damals, als Lavan und ich
den Sonntagsfahrer auf der CSX Heavy Hole gefahren sind, sprich auf der St. Patch Grade, dass es da bei mir dann nebliger geworden ist. Also bei mir war gar kein Nebel, bei mir war Full Nebel, aber dass das prinzipiell möglich ist, erklärt das dann ja auch wiederum. Ich glaube, das war 230 Kilo, das ist wahrscheinlich auf, um 10 Kilometer zu beschleunigen oder 8 Kilometer pro Stunde beschleunigen und danach wieder runter zu bremsen. Dann haben wir die 230. Jetzt muss ich mir jetzt mal die Signale genauer angucken. Vielleicht ist es auch gar nicht mal so verkehrt dann, dieses Szenario, weil es halt... Wir fahren komplett durch dichten Nebel. Ah. Auf 200, dann wieder auf 230. Jetzt haben wir doch einen Zeitplan, weil wir den Aix-en-Provence halten sollen. Wir sollen um 27 dort halten, in 17 Minuten, 43 Kilometer nur. Ist doch schon etwas gemächlichere Fahrt hier, ne? Wieder hoch auf 230. Ich glaube, wir bleiben wirklich so im Bereich zwischen 200 km pro Stunde und 230 km pro Stunde. Also ich glaube, höher kommen wir nicht, wenn das so weitergeht. Bin ja echt gespannt. Okay, wir haben jetzt innerhalb von einer Minute... der bremst, Mann, da kann man wieder Gas geben, wieder Leistung geben auf 230 beschleunigen. Also wir haben jetzt in anderthalb Minuten haben wir 4 km roundabout geschafft. Das wären ungefähr 15 Minuten schätzungsweise. Das würde jetzt sogar passen, dass wir das dann rechtzeitig hinschaffen. Ist auf und ab hier gerade. Ich habe nicht vergessen, auch auf die Signale zu achten, nicht nur auf die Geschwindigkeiten. Ich muss auch auf die Signale achten. Aber es ist grün. Wenn der vorausfahrende Zug vor uns wirklich so extreme Probleme hat, dann könnte es natürlich sein, dass wir arg noch in Eisen gehen müssen. Drei Siebtel der Punktzahl für Rückwärts, da haben wir mittlerweile schon drin. Auf und ab, ey, das ist der Wahnsinn. 5 Kilometer pro Stunde gebremst, um dann wieder Leistung zu geben, um dann wieder 5 Kilometer pro Stunde runter zu bremsen. Minuten noch, bis wir in Aix-en-Provence sein sollen. Oh, jetzt aber wirklich runter. Jetzt geht's aber wirklich runter auf 200. Jetzt wieder auf 270. 230.
habe das Gefühl, mit 200 km pro Stunde sind wir aber aktuell besser bedient. Das kann aber natürlich auch täuschen. Aber es war halt mit 200 km pro Stunde nicht so arg den Kollegen auffahren. Wir hatten, wie viel Minuten? 17 Minuten, als wir noch. Vor 10 Kilometern haben wir noch 17 Minuten Zeit. Sollte eigentlich auch passen mit 200 km pro Stunde. Kilometer pro Stunde fahren wir schon. Also das ist beim richtigen Tempo. Jetzt können wir im Prinzip wieder hochbeschleunigen, aber wie gesagt, ich bleibe einfach mal bei 200 km pro Stunde und fahren wir dann einfach mit dem Tempo hin. Haben ja noch 12 Minuten Zeit für 26 km. Wieder rein in den Nebel. Der Nachtfahrt ist bestimmt auch nice. Hatten wir schon eine Nachtfahrt? Ne, wir hatten nur eine regnerische Fahrt, ne? Regnerische Fahrt, eine leicht neblige Fahrt, also eine leicht neblige regnerische Fahrt, eine sonnige Fahrt und eine, ja, regnerische und deutlich nebligere Fahrt. Mit Wetterumschwung. Nachtfahrt haben wir bisher noch nicht. Bald geht es sogar runter auf 300. Ich bin noch lange nicht ausgefahren, so auf dieser heutigen Fahrt. 10 Minuten noch für 22 km. Jetzt dürfen wir sogar glatt 300 fahren. Wie gesagt, der Kollege vor uns hat Probleme. Wir beschleunigen einfach mal auf 230. Muss für den Anfang reichen. Für den Anfang ist auch gut. Solange würde ich so nicht aufhören, dass wir gelbe und rote Signale bekommen, ist alles gut. Gleich wieder was, ein komplett anderes Feeling, die Landschaft, ne? Wenn man einfach nichts sieht. Aber hat auch was. Merkt man die ganzen Hügel noch weniger. Was natürlich ein bisschen schade ist und so, aber noch die Tunnel, die ab und zu mal kommen, ja, schon trotzdem. Wobei man merkt die Hügel da schon, ne? So aufgrund der, dadurch kommen halt die, heben sich durch den Nebel, heben sich die Bäume noch viel mehr hervor. Und die ganzen anderen Silhouetten von Masten oder ähnlichem. Runter auf 270, wieder hoch auf 200. Mensch, das ging das.
fahren mal mit 270 auf Aix-en-Provence weiter zu. Wir haben, boah, wir haben noch 7 Minuten. Für 14 Kilometer. Bleiben wir bei den 171 Kilometer schon mal, beschleunigen wir nochmal auf 200. Wir bleiben bei 200, bei 170. Würde ich sagen. Wir rollen ja eh nochmal, aber oh, wir müssen uns noch ein bisschen wieder bergab. Wir fahren noch ab und zu mal ein bisschen bergab und müssen dann natürlich wieder stark runterbremsen. Da rollen wir halt noch mal ein bisschen schneller als 170. Oder auch nicht. Auch mal kommen wir jetzt gerade doch eher auf 200. Dann gehen wir auf 200. Und flitzt hier noch mal ein bisschen schneller runter. Haben wir die 211 Kilometer noch bis Aix-en-Provence. 6 Minuten haben wir noch Zeit, bis wir dort sein sollen. Geht wieder gut den Berg hinunter. Gleich in den nächsten Tunnel hinein. Wenn ich mich nicht täusche, wir fahren 100 Kilometer pro Stunde unter dem Tempolimit, ey, das ist der Wahnsinn. Wir haben doch keinen Tunnel, never mind. Hätte auch ein Tunnel sein können, ne? Aber gut, dann geht's halt hier wieder bergauf. Da waren es nur noch 8. Kilometer bis Aix-en-Provence. Runter auf 230. Können wir schon mal runtergehen auf 200, auf 170. Müssen wir wahrscheinlich nochmal nachjustieren, was das Bremsen betrifft. Gleich wieder weiter bergauf. 170 haben wir schon. Als neues Geschwindigkeitshaltenziel. Dass wir dann auch wieder so, hoppala, auch wieder so 3,5 Kilometer vorher mehr reinbremsen können. Vielleicht sogar 3 Kilometer vorher erst. Runter auf 40. Dass wir schön reinrollen in den Bahnhof von Aix-en-Provence. Ob sich das Wetter auch verbessern kann. Generell oder ob es quasi nur, ob man das Wetter nur szenariomäßig, also in den Szenario, im Szenario-Planner quasi verändern kann, wenn man so möchte. Gehen wir mal wieder ein bisschen weiter runter, zumindest nur auf 100 Kilometer pro Stunde. Ging ja noch bergauf und jetzt, wo es gerade geht, können wir dann, glaube ich, nochmal wieder weiter
runtergehen auf 80 Kilometer pro Stunde. Und wenn wir jetzt gleich über die Weiche fahren, dann weiter runter. 40 vielleicht, dann bringen wir es nochmal deutlich runter. Und rollen dann langsam in den Bahnhof hinein von Aix-en-Provence. Eigenständig nachbremsen können wir immer noch. Oh, das sieht auch nice aus mit dem Regen auf den auf dem Bahnsteig. Hier ist ja auch ein bisschen nass, weil die Leute natürlich auch quasi die Nässe von ihren Fußsohlen mitnehmen. Punktlandung 1,5 Minuten zu früh. Oder früher als geplant. Wunderbar. Waren wir schon mal auf dieser Seite gewesen? Ja. Ja. Nee. Nee, waren wir nicht. Können wir nochmal hier kurz gucken, ob wir hier... Oder waren wir nicht hier? Nee, ich glaube nicht. Und das Ganze nochmal schön im Regen, sieht natürlich auch nice aus. Haben gleich nochmal eine Minute Zeit, können hier dann wieder ein bisschen was platzieren. Haben sogar 1,5 Minuten Zeit, 4 von 12 Streckenkarten. Dann haben wir noch etwas weiter hinten hier einen Erste-Hilfe-Koffer, den wir aufhängen können. Das war der 4 von 12. Unten ist nix. Da ist nochmal ein Plakat. Dann müssen wir auch schon fast wieder zurück zum Zug. 5 von 12. Da oben wird ein spannendes sein, da kann man immer nach hinten rausgucken, aber so relevant und gravierend ist es dann auch hier nicht. Dann gehen wir wieder zurück und setzen uns wieder in den Führerstand. Stufen hinauf, Türe zu, auch diese. Fahrgasttüren schließen, dann setzen wir uns wieder hin. Bin ich mal gespannt, ob wir immer noch Probleme vor uns haben. Bin ich mal gespannt. Eine Tür scheint Störung zu haben. Sie werden sich diese ansehen müssen und sie eventuell... von Hand schließen. Moderne Züge, die Probleme haben. Das wird dann dies hier sein, die ja noch offen ist. Okay. Nun, da die Tür ordentlich gesichert und das Problem behoben ist, steigen sie wieder ein und fahren sie wieder los. Hoffentlich kommen wir ohne weitere Probleme an. Ein Problem ist gut. Eigentlich jetzt mehrere Probleme. Ich höre Probleme. Eigentlich war es bisher ja eigentlich nur die Tür. Wobei, vom, wenn man vom Auslauffahren plärmäßigen Dings geht, dann Wetterumschwung, Zug mit der Probleme hat, der vor uns fährt und dann halt jetzt die Tür. War ja so gesehen schon das dritte Problemchen. Räumen wir hier erstmal mit 30 raus aus dem Bahnhof von Aix-en-Provence und fahren dann Richtung der Schutzstrecke und hoffentlich verkacke ich diesmal nicht. Weiter.
und fahren wieder auf die Hauptstrecke. Und schleudigen erstmal auf 170. Da wir jetzt eigentlich. Da wir jetzt ja den vorausfahrenden Zug. Ja, ist halt die Frage, was für Probleme der hat. Na, also prinzipiell gesehen könnte man sagen, eventuell kommen wir schneller jetzt voran. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass wir halt weniger schnell vorankommen, wer weiß das schon. Ich hoffe, ich bekomme das gleich auf Anhieb und ohne Stillstand hin von LGW auf Gleichstrom zu wechseln. 170, also einfach auf 160, gehe ich nochmal 160 weiter. Kann man einfach direkt bei 160 bleiben. Wieder in einen Tunnel hinein. Das ist auch leichter Nebel. Okay, jetzt nicht mehr. Ah, sagt nicht, wir sind jetzt gerade in der. Wir sind im Schutzstreckentunnel. Weiter bergab geht. Das hier muss man erstmal runterbremsen auf 150 km pro Stunde. Dann haben wir jetzt 160. Zwei Kilometer vor dem Ziel, nächsten Zielpunkt, wird es dann wieder spannend. Ich hoffe, ich kriege es gebacken. Ich hoffe es sehr. Was weiterhin bergab geht. Haben wir hier auch die REV-Anzeige? Ich denke mal ja schon, ne? Abnehmer, ups, senken, nachbremsen, auf Gleichstrom, so, jetzt hier gleich. So, dann noch gleich schon mal nicht.
wir müssen natürlich noch lösen. Wäre natürlich ganz klug. Und dann... Nice. Fahren wir weiter. Haben zwar ein bisschen Geschwindigkeit verloren, aber... Wir sind nicht zum Stehen gekommen. Das ist sehr gut. Wir haben aber noch, wir haben noch 4 Kilometer bis... Aix-en-Provence. Wir haben noch 4 Kilometer bis Marseille. 5 Kilometer bis Marseille. Haben noch 3,5 Minuten Zeit. Wollen ja nicht so schnell fahren, hoppala. Wahrscheinlich wieder ein bisschen, eventuell ein bisschen was laggen. Allerdings sind wir ja im Nebel. Ist halt die Frage, ob wir halt im Nebel nicht so stark leckt wie beim sonnigen Wetter, wenn wir dann plötzlich in die Häuserschluchten von Marseille reinkommen. Noch 110 Kilometer pro Stunde. Eieiei. Und dann gleich noch weiter runter. Ich weiß zwar nicht mal auf was, aber. Komm, steht gleich zum Bahnhofsvorfeld. Da wird es klar, dass es natürlich noch weiter bergab geht mit der Geschwindigkeit. Haben wir natürlich auch nach den 60 Kilometer pro Stunde nochmal 30 Kilometer pro Stunde, die wir nur fahren können, dürfen, sollen. Und sind auch gleich in Marseille Saint-Charles. Von der jetzt gerade nur Marseille steht, aber gut. Rechtzeitig weit genug runter. Was das Tempo betrifft. Haben wir auch gleich noch hier die 30 Kilometer pro Stunde und ein gelbes Signal und dann rollen wir mal mit 28 Kilometer pro Stunde weiter in den Bahnhof. Weiter über das Bahnhofsvorfeld von Marseille und in Marseille hinein. Ich muss sagen, ein sehr spannendes Szenario. Zeitig gesehen sind wir auch ganz okay dabei. Also nicht so crazy mit 12 Minuten daneben wie beim, oder 12,5 Minuten daneben wie beim vorherigen Szenario Marseille und zurück. Und wir haben eine Wetterumschwung erlebt, was sehr nice war, fand ich. Jetzt wäre eher gedacht, dass etwas später kommt, wenn wir so richtig in durch die Berge durchrauschen, dass es dann kommt und nicht. Wobei, es war schon so in dem Bereich, ja.
passte schon. Ich habe zwar eher damit gerechnet, dass es eher so ein Zwischending ist und nicht so ein Ding, was sich, also nicht so ein Wetterumschwung, der sich über 70 Kilometer Dings, so ein Wetterband. Wir haben mehr Punkte, als wir brauchen. Da war ja was. Also wir haben, was wollte ich sagen? Okay, wir sind ein bisschen spät dran. Wir haben aber mehr Punkte, als wir für die Goldmedaille benötigen. Von daher passt das. Dann entriegeln wir die Türen. Können Scheinwerfer wieder ausmachen. Spitzensignalhelligkeit reduziert, damit für die Leute, die zusteigen und aussteigen, nicht blenden. 45 Punkte, gute Arbeit. Sie sind gut mit den Herausforderungen umgegangen und haben diese Fahrt erfolgreich abgeschlossen. Damit sind alle ihre Aufgaben hier abgeschlossen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Perfekto. LGV Battling the Elements. Und so eine schöne Gewitterfolge. Das ist nice, nice Achievement. Sieht auch noch sogar nice aus. Haben wir echt gut was bei gedacht bei der Gestaltung dabei. Wir sind Level 37, haben jetzt 483.884 Punkte. Wir sind Level 7 im LGV, auf der LGV Mediterrane. Im TGV Duplex sind wir auch noch Level 7, kurz vor Level 8. Wir haben 41 Minuten 15 benötigt, 1 Minute 15 mehr als erwartet. Und wir sind ja auch länger als zumindest Rennstand. Wir sind auch 1 Minute später da, passt ja fast zeitlich. Haben 93,22 Kilometer zurückgelegt, sind 539 Meter gelaufen. Haben 9.824 Punkte bekommen und die Goldmedaille. Und dann schauen wir uns mal an, was morgen uns so erwartet mit dem vierten Szenario. Hier war dann der Halt in Aix-en-Provence. Hier sind wir ein bisschen gedroppt, als wir dann von LGV auf Gleichstrom umgeschaltet haben. Ja, wie gesagt, wir schauen mal uns an, was das vierte Szenario morgen für uns bereithält. Szenario Nummer 4. Depotdienst. Absolvieren Sie die morgendlichen Aufgaben in Marseille und kümmern Sie sich um alle Züge, die auf die Strecke gebracht werden. Eins von vier, fünf Schwierigkeiten. Das heißt ja ein bisschen Tempodienst, schön im Morgengrauen am 15.06.2020. Das Ganze sehen wir dann morgen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann morgen beim vierten Szenario oder einem anderen Video von Schweinsnugel 2 wieder.